Ja, servus Franz. Servus Andi. Ja, jetzt sind wir heute hier auf dem Balkon heraus. Nicht nach der Sitzung, weil bei uns geht es halt bis kurz vor 12 in der Nacht, sondern jetzt in der Auszählpause während der namentlichen Abstimmung haben wir eine kleine Zählpause. Jetzt nutzen wir die mal, ein bisschen Frischluft schnappen zwischen den. Was ist denn dein Eindruck von der heutigen Sitzung? Ja, es geht ein bisschen zach her, aber das ist normal vor Ferien, aber speziell jetzt hat mein Redebeitrag heute Vormittag aufgrund eines FDP-Antrages zur Änderung der Ladenöffnungszeiten oder ein eigenes bayerisches Ladenschlussöffnungsgesetz, wo natürlich darauf abzielt, von 0 bis 24 Uhr die Läden offen halten zu können. Ja, können heißt zwar, die FDP hat heute ein Alleinstellungsmerkmal, was sonst immer die AfD meistens hat oder fast immer hat. Alle anderen haben gegen sie gestimmt. Die Begründung ist eindeutig, es ist für die Arbeitnehmer kein Vorteil, weil viele Frauen als Arbeitnehmer in größeren Handelsketten arbeiten. Die würden dann spät abends, teilweise dann 24 Uhr, weil die Einzelhandelszentren, die würden garantiert aufmachen. Der Facheinzelhandel würde das nicht ausschöpfen, wie bisher auch. Der schöpft bisher die Zeit nicht aus. Hat aber nichts davor, außer höhere Kosten, selbstverständlich zu arbeiten. Auch die Sonntagsöffnungszeiten auf dem Land reichen ganz normal 4 verkaufsoffene Sonntage aus. Da gibt es ja kein Problem nicht auf dem Land draußen. Ein die Touristikzentren gibt es nur marginal. Die müssen auch nicht jeden Schafscheiß da drin verkaufen, sondern auf gut bayerisch gesagt, das, was touristische orientierte Besucher haben wollen, eben was am Königssee interessant ist, Collagen vom Königssee und so weiter und so fort. Und Essen und Trinken gibt es sowieso rund um die Tür, weil für die Gaststätten gilt das fast nicht, zumindest in der Zeit von 0 bis 24 Uhr, wo man auch ins Wirtshaus geht, war das Wirtshaus offen. Im Grunde genommen haben sie dann noch ein Beispiel gebracht, dass ein Metzger einen Verkaufsautomaten für Grillfleisch ja damit handelt, damit er das Ladenschlusszeiten umgeht. Na, genau das Gegenteil ist der Fall, weil diese Grillautomaten ermöglichen eher einen Umsatz außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Und wenn alle die großen Einzelhandelshäuser aufmachen könnten mit einer Fleischabteilung, mit dem Billigfleisch, dann darf der Metzger auch kein Grillgeschäft mehr machen. Ja, so ist es leider. So ist es. Was hat denn die heute bewegt? Du, ich finde insgesamt viel aufgewärmt. Im wahrsten Sinne des Wortes, du hast schon den Ladenschluss von der FDP hat eben erwähnt, das bringen sie ja alle Heiligen. Und was auch also irgendwie deplatziert war, war dieses europäische Jugendnetzwerk, das man da jetzt fördern möchte. Ich glaube, da hat jemand vor der EU-Wahl nicht mehr rechtzeitig seinen Antrag eingereicht, weil irgendwie war das eigentlich ein typisches Europathema, 2 Wochen gespart. Ja. Du hast nochmal gesprochen heute. Ja, es geht jetzt um Heimat, um Förderung der Vereine. Da haben wir zuletzt, oder ich habe zuletzt in der Haushaltsdebatte am 16. Mai genau zu diesem Thema gesprochen und habe eine Erhöhung der Übungsleiter und der Ehrenamtspauschale auf 5.400 Euro gefordert. Und siehe da, und das heißt wieder AfD wirkt, heute haben wir einen CSU-Antrag, dass diese Ehrenamtspauschale natürlich nicht in der Höhe, sondern um Peanuts, darf man neideutsch sagen, erhöht wird. Das ist Larifari, da kommt keiner runterbeißen davon. Wenn wir wissen, wie viele Vereine heute ringen um ehrenamtlich Tätige, die in Fußballvereinen die Jugendlichen, wo hinfahren, trainieren, die sind dreimal in der Woche unterwegs und dann hat er womöglich sonst einen guten Job, dann zahlt er nur auf die Entschädigung, zahlt er nur einen Spitzensteuersatz, weil es unter sonstige Einkünfte versteuert werden muss und das lumpige, die Pauschale von 2.000 Euro in etwa, das ist dann im Jahr wohlgemerkt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir kleckern nicht, wir glotzen für das Ehrenamt. So, machen wir weiter. Heute haben wir noch ein paar lustige Tagesordnungspunkte. Du hast ja noch einen Nachzieher eingebracht für den Ausschuss, der glaube ich schon erwähnt, das wäre mit den Streuobstwiesen. Ja, gut, richtig, genau. Wir haben war schon interessant. Ja, was sagen wir das? Wir haben einen Nachzieherantrag gemacht im Bereich des Artenschutz- oder Bienenschutzvolksbegehrens. Die Streuobstwiesen sind ja hochgefährdet und wir haben jetzt ein Moratorium beantragt für den Zeitraum bis 2025, dass sich für die Streuobstwiesen bzw. für die Besitzer von einem Dauergrünland nichts ändert, weil im Endeffekt die können nicht mehr gescheit arbeiten
mit diesen Streuobstwiesen und vor allem irgendwann mal umwandeln in Bauland oder sowas geht überhaupt nicht mehr, wenn das alles ein Biotop ist. Von dem her, da haben wir gerade bei uns in der Region die Besitzer von diesen Streuobstwiesen ein Riesenproblem, weil die ja meistens am Hof irgendwie rundherum sind, am Ortsrand sind und das ist meistens die beste Lage. Und wenn man keine Zersiedelung der Landschaft haben möchte, sondern geschlossene Ortsbilder, dann muss man natürlich da ran. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich der Ausschuss dazu entscheidet. Wir werden das auf jeden Fall, glaube ich, hochziehen, soweit zumindest die Stimmung in der Fraktion. Absolut. Und werden wir das nochmal ins Plenum einbringen. Und das sagt auf jeden Fall, wir bleiben dran an die Themen. Und genauso ist halt mit dem Dringlichkeitsantrag, den wir jetzt dann gleich haben, mit den Regionalbahnen, also diese aufgelasteten Zugstrecken. Da geht es in dem Fall jetzt um die Steigerwaldbahn, aber in Wasserburg am Inn haben wir ja ähnliche mit der Altstadtbahn die gleiche Situation. Kiefersfelden das gleiche. Es gibt viele Zugstrecken, die einfach in letzter Zeit stillgelegt worden sind und jetzt verramscht werden sollen für einen minimalen Preis. Und von dem her ist es für uns, glaube ich, gut in Bayern, wenn man solche Widmungen erhält und da nichts zurückgebaut wird, vielleicht sogar, dass man es hier und da mal wieder schafft, so eine Zugstrecke zu reaktivieren. So ist es, da sind wir am Ball, AfD wirkt, wir kämpfen hier für die Bürgerrechte, für die Entscheidungen, dass die Bürger hier auch Gehör finden. Und ich glaube, wir können jetzt alle unseren Anhängern und Freunden und Bekannten und die es werden wollen, frohe Pfingsten, schöne Ferien wünschen, oder? Das darf ich auch sagen. Schöne Pfingstfeiertage, schöne Ferien und Franz, jetzt müssen wir wieder rein. Es geht wieder weiter. Es geht weiter. Alles klar. Bis dann. Servus. Servus.